Wir wollen uns jetzt die Oberflächen- und Grenzflächenenergie anschauen. Eben hatten wir ja die Oberflächenenergie von Tropfen angeschaut und festgestellt, dass es dann in den Tropfen einen Überdruck gibt, dadurch, dass die Oberfläche sich zusammenziehen möchte und so auf das Innere einen Druck ausübt. Jetzt betrachten wir nicht nur die Oberfläche, das heißt die Oberfläche der Flüssigkeit, die gegen ein Gas hier eine Grenzflächenenergie besitzt, sondern wir betrachten auch andere Grenzflächen, und das ist Flüssigkeit gegen diese Gefäßwand, zum Beispiel Glas. Und wir haben eine weitere Grenzfläche, und zwar hier oben das Gas gegen die Wand, also auch zum Beispiel Luft gegen Glas. Das heißt, wenn wir uns hier diesen Bereich genau anschauen wollen, inwieweit sich dieser Punkt, wo die Flüssigkeit hier die Oberfläche auf die Gefäßwand stößt, verschiebt durch unterschiedliche Oberflächen- und Grenzflächenenergien, dann müssen wir diese drei Energien betrachten. Und Oberflächenenergien ist ja das gleiche wie Oberflächenspannungen. Wir können es entweder Epsilon als Energie nennen oder wir können es Sigma als Spannung nennen. Hier betrachten wir jetzt eher als Spannungen, und da haben wir die Grenzfläche Flüssigkeit gegen Luft, so wie wir es eben auch schon betrachtet hatten, diese Grenzfläche, die wir mit Sigma A bezeichnen. Dann haben wir die Grenzfläche der Flüssigkeit gegen die Gefäßwand, das ist Sigma B. Und wir haben noch hier diese Grenzfläche, die man im ersten Moment gar nicht im Sinn hat, wenn man sich diese Fragen stellt, das ist Sigma C, Wand gegen Luft. Und ich habe hier diesen Punkt jetzt etwas herausvergrößert. Dieser Punkt, wo die Oberfläche auf die Wand stößt, der ist erst einmal entlang der Wand frei verschiebbar. Wenn wir uns anschauen wollen, wie die Oberfläche jetzt tatsächlich auf diese Wand trifft, dann schauen wir uns ein Kräftegleichgewicht an, was hier auf diesem Punkt oder besser gesagt auf diese Linie wirkt. Wir betrachten also eine Linie, wo diese Oberfläche an die Wand stößt. Und diese Linie verläuft senkrecht zu der Bildebene, also hier von vorn nach hinten. Und in dem Schnitt sehen wir hier nur einen Punkt. Deshalb habe ich jetzt als Pfeile hier nicht Kräfte eingezeichnet, sondern die Spannungen. Die Spannung ist ja Kraft pro Länge. Wir können als eine Einheitslänge hier von einem Meter verwenden und wir können hier diese Spannungen genauso behandeln, wie wir sonst Kräfte behandeln. Ja, das Sigma A, das ist die Oberflächenspannung der Flüssigkeit gegen Luft. Die zieht hier in Richtung der Flüssigkeit und zieht durchaus hier weg von der Wand. Wenn die Flüssigkeit nicht aufsteigen würde, dann würde hier die Flüssigkeit senkrecht zur Wand an diesem Punkt ziehen, aber dieser Punkt kann sich von der Wand nicht lösen, sondern dieser Kontaktpunkt, der kann nur entlang der Wand hier sich rauf oder runter bewegen. Die Oberflächenenergien geben ja immer gerade die Energie an, die nötig ist, um die Oberfläche zu vergrößern. Das heißt, die Oberflächenspannungen wirken immer in die Richtung, in der sie die Oberfläche verkleinern oder die Grenzfläche verkleinern. Das heißt, das Sigma A wirkt hier in Richtung der Verkleinerung dieser Oberfläche oder wenn es hier oben anstößt, dann eben genau tangential hier zu dieser Flüssigkeitsgrenzfläche an dem Punkt, wo sie an die Wand stößt. Und das Sigma B wirkt hier nach unten in dem Sinne, dass es die Grenzfläche zwischen Wand und Flüssigkeit versucht zu verkleinern. Und das Sigma C wirkt nach oben, in dem Sinne, dass es versucht, die Grenzfläche zwischen Luft und Wand zu verkleinern. In diesem Sinne ziehen alle drei Spannungen bzw. Kräfte an diesem Punkt. Da dieser Punkt aber nur parallel zur Wand verschiebbar ist, brauchen wir von Sigma A hier nur die Kraftkomponente senkrecht nach unten zu betrachten. Und an dieser Stelle kommt dieser Winkel Phi ins Spiel. Das ist der Kontaktwinkel, den wir bei Kontakt von Flüssigkeit mit Grenzflächen an verschiedenen Stellen finden. Die Komponente parallel zur Wand, die können wir hier in diesem rechtwinkligen Dreieck berechnen mit einer Ankathete dividiert durch die Hypotenuse, ist gleich der
Cosinus Phi, das heißt Cosinus Phi mal der Hypotenuse, also unserem Sigma A oder Betrag von Sigma A, ist gleich die Kraftkomponente nach unten. Hinzu kommt die Sigma B, was sowieso senkrecht nach unten wirkt hier, und dann nach oben wirkend das Sigma C, und wir wählen das Koordinatensystem so, dass hier unsere Komponente entlang der Wand negativ in die Gleichung eingeht. Und wenn wir dann alle Kräfte addieren, dann muss im Gleichgewicht 0 herauskommen, damit dieser Punkt nicht beschleunigt wird. Diese Gleichung können wir jetzt nach Phi auflösen, bringen dazu hier diese beiden Terme auf die rechte Seite, dann erhalten wir Sigma C minus Sigma B und dann dividieren wir durch Sigma A und erhalten letztlich das Cosinus Phi gleich Sigma C minus Sigma B durch Sigma A ist. Und diese Gleichung wird auch als Young'sche Gleichung bezeichnet. Ich habe hier geschrieben, dass wir an dieser Stelle die Schwerkraft vernachlässigen. Genau genommen kann man das so auch nicht sagen, denn letztlich ist die Schwerkraft dafür verantwortlich, dass dieser Punkt nicht weiter aufsteigen kann, in dem Sinne, dass man hier nicht mit dem gleichen Grenzwinkel startet und dann eine andere Krümmung der Oberfläche erhält, weil dann hier die Gewichtskraft der Flüssigkeit deutlich größer wäre und das wiederum mit einer stärkeren Krümmung der Oberfläche zusammenhinge und das wiederum zu einem anderen Grenzwinkel führen würde. Der Kontaktwinkel tritt auch bei Tropfen auf Flächen auf. Das heißt, wenn wir eine Oberfläche haben und bringen einen Flüssigkeitstropfen auf, dann kennen Sie aus der Erfahrung im normalen Leben, dass wir oft solche halbkugelförmigen oder weniger als halbkugelförmigen Tropfen auf der Oberfläche haben. Und man findet genau an dieser Stelle hier auch diesen Grenzwinkel wieder. Und Sie sehen, die Richtung der Pfeile im Verhältnis zu der Oberfläche ist wieder genauso wie eben im Bild. Auch hier hat die Schwerkraft nur einen geringen Effekt im Vergleich zu den relativ großen Oberflächenkräften. Wir wollen nur noch eine Stabilitätsbetrachtung machen. Die Oberflächenspannung an der Grenzfläche von Flüssigkeit zu Gas, die muss größer als 0 sein, weil sonst die Flüssigkeit verdampfen würde. Das bedeutet, dass die Bindungskräfte der Moleküle der Flüssigkeit untereinander größer sein muss als die Bindungsenergie der Flüssigkeitsmoleküle mit den Gasatomen. Dann würden sich die Atome gerne oder Moleküle gerne aus der Flüssigkeit lösen und im Gas verteilen. Also um überhaupt eine stabile Grenzfläche zwischen Flüssigkeit und Gas zu haben, braucht man eine Oberflächenspannung größer als 0. Und genauso ist das bei der Grenzfläche von Flüssigkeiten gegen Flüssigkeiten. Denken Sie zum Beispiel an Essig und Öl. Dort haben wir eine stabile Grenzfläche. Es gibt keine Durchmischung dieser Flüssigkeiten, sondern eine Phasenseparation. Und auch dort ist das Sigma größer als 0. Betrachtet man andersherum zum Beispiel Alkohol und Wasser, dann durchmischen die sehr leicht und dann wäre die Grenzflächenspannung kleiner als 0. Das heißt, die Alkoholatome sind energetisch günstiger in der Wasserumgebung als in der Umgebung mit sich selbst. Bei der Grenzfläche Flüssigkeit gegen Festkörper, da kann das Sigma beliebig sein, denn der Festkörper ist in sich so stabil gebunden, dass er sich hier nicht auflöst und die Flüssigkeit kann nicht in den Festkörper eindringen. In unseren Beispielen hier haben wir immer Fälle betrachtet, wo das Sigma C größer ist als das Sigma B. Und das führt dazu, dass das Phi, unser Kontaktwinkel, kleiner als 90 Grad ist. Wir bekommen hier also einen spitzen Winkel, mit dem so eine Flüssigkeit an die Grenzfläche anstößt.
Wir hatten hier gesagt, dass der Grenzwinkel von Wasser, Glas, Luft kleiner ist als 90 Grad. Und das beobachtet man tatsächlich auch häufig, dass Wassertropfen in dieser Form auf Oberflächen, Glasoberflächen gefunden werden, an der Fensterscheibe oder auch auf ihrer Windschutzscheibe, wenn es anfängt zu regnen. Das liegt aber meistens daran, dass diese Glasoberflächen ganz leichte Fettbeschichtungen haben oder andere Verunreinigungen an der Oberfläche, die den Grenzwinkel erhöhen. Denn eigentlich hat die Grenzfläche Wasser, Glas, Luft einen Kontaktwinkel von 0 Grad und es kommt zur vollständigen Benetzung des Glases mit Wasser. Das beobachtet man im Alltag, allerdings meistens erst nach einiger Zeit, wenn sich das Wasser auf der Oberfläche mehrmals verteilt hat und dadurch die Verunreinigungen von der Glasoberfläche abgewaschen worden sind, dann hat man den tatsächlichen Kontaktwinkel hier von 0 Grad und diese vollständige Benetzung der Fläche. Wenn das Sigma C minus Sigma B größer ist als A, dann können wir uns anschauen hier in der Gleichung, wenn Sigma C minus Sigma B größer ist als Sigma A, dann steht hier ein Quotient, der im Ergebnis größer als 1 ist und dann gibt es keine Lösung für diese Gleichung, weil der Kosinus nicht größer als 1 werden kann. Und dann erhält man eine vollständige Benetzung der Fläche. Das heißt, man spricht davon, dass der Kontaktwinkel gleich 0 Grad ist. Und das heißt, es gibt einen hauchdünnen Flüssigkeitsfilm auf dieser Oberfläche. Sie können sich das auch überlegen, warum das bei dieser Bedingung hier gerade passiert. Das bedeutet dann, dass dieser Kontaktwinkel hier 0 Grad ist, also das Sigma B zieht in diese Richtung und das Sigma A zieht auch parallel zur Oberfläche hier in diese Richtung. Und wenn Sigma B plus Sigma A kleiner sind als das Sigma C, dann wandert dieser Punkt hier immer weiter und führt dazu, dass es zu einer vollständigen Benetzung kommt. Also Sigma C ist größer als Sigma A plus dieses Sigma B, was dann hier auf der rechten Seite steht. Man kann es auch über die Energien verstehen. Die Oberflächenenergie Sigma C von der Grenzfläche zur Luft, die reicht aus, um die Grenzflächenenergie aufzubringen, der Benetzung der Flüssigkeit hier und zusätzlich noch die Energie, die gebraucht wird, um diese Oberfläche hier der Flüssigkeit zum Gas zu erzeugen. Das heißt, ich muss zwei Oberflächen bzw. Grenzflächen erzeugen, hier der Flüssigkeit zum Festkörper und der Flüssigkeit zum Gas. Und die Energie der Festkörpergrenzfläche zur Luft, die ich am Anfang zur Verfügung habe, reicht aber aus, um diese beiden Energien aufzubringen. Wenn Sigma C kleiner ist als Sigma B, dann wird der Kontaktwinkel größer als 90 Grad und dann haben wir eine Tropfenform, die hier so aussieht. Das heißt, es ist ungünstig für den Tropfen, eine größere Fläche hier zu benetzen. Und das heißt, es gibt so eine Einschnürung, eher hier zu dieser Oberfläche in Kontakt tritt und dann schwenkt dieser Pfeil hier nach links und wir bekommen einen Kontaktwinkel, der größer als 90 Grad ist. Und sowas beobachtet man an der Grenzfläche von Quecksilber zu Glas zum Beispiel.